Hey, mein Name ist Sebastian und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Heute möchte ich dir zeigen, wie du einen Vinylboden, ein Klick-Vinyl verlegen kannst. Und dazu brauchst du nicht viel Werkzeug. Dein Hauptwerkzeug wird dieses Cutter sein, also was ganz, ganz Einfaches. Ja, worauf du achten musst und wie das Ganze geht, das erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. In diesem Raum befindet sich Laminat und das müssen wir natürlich vorweg entfernen. Unter dem Laminat befindet sich Teppichboden und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen auch entfernen. Viele haben früher einfach den Laminat über den Teppichboden verlegt. Sie dachten, das wäre ein zusätzlicher Trittschutz bzw. eine Dämmung. Das ist aber falsch. Darunter vermehren sich Keime unheimlich schnell und Schimmelsporen. Bitte entfernt den auch. Fußleisten solltet ihr natürlich auch entfernen. Dafür könnt ihr beispielsweise einen Kuhfuß nehmen, alle Nägel und restlichen Schrauben natürlich auch entfernen. Bitte vorsichtig bei diesen Arbeiten, denn wir wollen ja nachher nicht nochmal den ganzen Raum malern. Dann ein kleiner Tipp. Darunter hat sich ein Vinylboden verborgen und darunter direkt der Estrich. Wir haben jetzt mit einer Wasserwaage, am besten nimmt ihr eine schöne große 2 Meter, also 1 Meter macht da wenig Sinn, nimmt eine 2 Meter Wasserwaage und überprüft, wie der Boden ist, wie die Ebenheiten ist. Beim Altbau habt ihr schon Toleranz von 4 bis 5 mm und da müsst ihr das Ganze mit einer Ausgleichmasse ausgleichen. Das ist ein Eimer, den rührt ihr an und kippt dann aus und das Ganze verteilt sich dann von ganz alleine auf den Boden und dann habt ihr auch eine gewisse Plan bzw. eine ebene Fläche. Das ist ganz, ganz wichtig bei Vinyl. Wenn ihr das nicht macht, dann kann es irgendwann sein, dass die Stöße bzw. der Stoß aufgeht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr darauf achtet. Bei uns war es so, dass wir vielleicht eine Toleranz hatten von so einem halben Millimeter bis zu einem Millimeter und das gleicht dann so eine Trittschalldämmung dann schon aus. Wir haben uns für eine Trittschalldämmung hier entschieden, die auch für einen Fliesenboden geeignet ist, denn in den Nebenraum, den wir dann nachträglich auch noch verlegen werden, befinden sich Fliesenboden. Hier könnt ihr das ganz schön sehen, hier ist der Fliesenboden und beim Fliesenboden ist es auch ganz wichtig, dass ihr schaut, dass die Fugen nicht so groß sind. Hier sind die 5 bis 6 mm, das ist noch akzeptabel. Dann kommt ja später nochmal diese Trittschalldämmung rüber. Wenn ihr Vinyl nimmt und den einfach rüberlegt, kann es durchaus sein, dass mit den Jahren sich die Fliesen durchdrücken. Das heißt, ihr seht dann später ein Kreuzmuster, je nachdem wie die Fliesen sind. Das drückt sich dann durch. Ganz, ganz wichtig, hier auch eine Trittschalldämmung drunter zu legen. Bevor wir dann loslegen und die Trittschalldämmung verlegen, sollte natürlich der Boden staubfrei sein, trocken sein. Es sollen keine Unebenheiten sein, Löcher oder kleine Dellen sollten natürlich beheben sein. Da könnt ihr auch einen Reparaturspachtel nehmen, den auftragen und danach das Ganze gründlich absaugen. Denn jeder kleine Staubkorn, jeder kleine Stein jetzt vom Putz oder vom Estrich, der übrig bleibt, der kann sich dann später durch das Vinyl durchdrücken, beziehungsweise es kann eine Unebenheit entstehen und dann habt ihr nachher diese Luftlöcher, wenn ihr darauf rumgeht. Jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere, ich habe eine Fußbodenheizung, ich habe den und den Untergrund. Direkt unten in der Videobeschreibung findet ihr die unterschiedlichen Trittschalldämmungen und die sind nochmal einzeln aufgelistet, wozu die geeignet sind. Diese, die ich jetzt hier verlegt habe, ist speziell für den Estrich bzw. für den Fliesenboden. Das Ganze ist ziemlich einfach, einfach ausrollen und mit einem Cutter zuschneiden. Das Ganze wird dann ganz einfach mit diesem Aluminiumdichtband verklebt und dann für Bahn arbeiten wir uns davor. Und bei der letzten Bahn habe ich einen ganz simplen Trick angewendet. Die meisten rollen das immer so aus, lassen dann das überschüssige Material die Wand hoch und schneiden das dann ab. Das ist für mich immer, da entsteht viel Dreck und viel Staub und man schneidet mit dem Cutter noch die Wand auf, beziehungsweise der Putz löst sich, da habt ihr wieder die Steine auf dem Boden. Ich lege das immer so, Plan gegen, lasse die zwei Bahnen überlappen, nehme mir eine lange Wasserwaage und schneide dann beide Bahnen übereinander einmal ein und kann dann die zwei Reststücke abziehen und dann zack, überlappen die sich perfekt übereinander und das Ganze könnt ihr dann auch wieder mit dem Alu-Dichtband abdichten. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten, zum Klick-Vinyl. Ganz, ganz wichtig ist, dass dieser 24 Stunden in diesem Raum sich befindet, wo ihr die Ware auslegen möchtet. Warum, weshalb? Dieser Vinylboden sollte sich die Raumtemperatur anpassen, damit er sich dementsprechend ausdehnt oder zusammenzieht, damit es keine bösen Überraschungen gibt nachher bei den Dehnungsfugen. Das ist hier ein Boden von
Erbiton. Das ist ein Vinyl. Es gibt auch unterschiedliche Vinylboden, einmal mit einer Trittschalldämmung schon verarbeitet, ein Vinylboden zum Verkleben und so weiter und so fort. Die unterschiedlichen Arten von Vinyl werde ich euch auch nochmal verlinken. Das ist speziell ein Boden, den ihr für Badezimmer- oder Küchenbereich verwenden könnt, aber auch für den Wohnbereich oder Flurbereich stark beanspruchungsfähig ist der. Ihr habt auch hier 15 Jahre Garantie. Er ist auch für eine Bodenheizung geeignet. Und ich finde, vom Design hat er mir sehr, sehr zugesagt. Das ist hier so eine Eiche-Applikation. Und wir warten jetzt 24 Stunden und dann am nächsten Tag fangen wir jetzt an, mit dem Boden den zu verlegen. Mittlerweile sind jetzt 24 Stunden vergangen und wir können auch loslegen mit dem Boden. Wichtig ist, dass ihr euch immer 2-3 Pakete nimmt und dann unterschiedlich die einzelnen Bretter rausnimmt oder Stangen und dann verlegt. Zum Verlegen kommen wir gleich nochmal. Was benötigt ihr zum als Werkzeug? Ihr kennt ja, ich hatte mal ein älteres Video rausgebracht, da hatte ich Klick-Laminat verlegt. Ist auch eine tolle Sache, aber dazu braucht man halt viel Werkzeuge. Und wir brauchen hier eigentlich nur einen 90-Grad-Winkel und einen Cutter. Unter anderem ist vielleicht ein Bohrer noch vonnöten bei Heizungsrohren und so weiter und so fort. Aber für diesen Raum brauchen wir wirklich nur einen 90-Grad-Winkel und einen Cutter. Und wie ihr das Ganze verlegen könnt, das zeige ich euch jetzt. Das Verlegen an sich ist ziemlich simpel. Ich habe jetzt schon mal die ersten 1-2 Bahnen vorverlegt. Das sind nämlich die schwierigsten Bahnen, denn wir müssen ringsherum, sollte die ungefähr 5-8 mm eine Dehnungsfuge haben, denn so ein Vinyl, Parkett, Laminat arbeitet ja. Die ersten 2 Bahnen habe ich vorverlegt, dann habe ich mir nochmal 1-2 Pakete hingelegt, damit das Ganze auch wirklich fest ist. Das Verlegen ist in der Regel ganz, ganz simpel. Ihr nehmt euch das Reststück, was wir dort hinten haben, bitte nicht kleiner als 30 cm. Sprich, das ist jetzt hier eine Länge von ungefähr 80 cm. Das legen wir uns zurecht. Dann nehmen wir uns ein nächstes Brett oder eine nächste Diele aus einem anderen Paket, klicken das zusammen. Ganz einfach. Eine zweite Hand ist hier von sehr, sehr hilfreich, wenn ihr möchtet. Und dann könnt ihr das Ganze zusammenlegen und dann legt ihr das Ganze hier rein. Also wie gesagt, zu zweit ist das Ganze etwas einfacher. Zack. Und dann zack. Wenn das von alleine runterfällt, ist es perfekt. Beim letzten Stück ist es so, ihr nehmt euch ein Stück Vinylboden, legt euch das dann ran. So soll es hinkommen. Dementsprechend dreht ihr das dann. Beinhaltet auch wieder hier den 5 mm Abstand, 5-8 mm. Zeichnet euch das Ganze hier grob an. Nehmt den Anschlagwinkel. Und dann ist es wichtig beim Zuschnitt, ihr müsst nicht komplett durchschneiden, sondern die erste Deckschicht müsst ihr halt schneiden bzw. anritzen. Das schafft ihr, indem ihr zwei, drei Mal rüber geht, denn dann merkt ihr auch schon, dass ihr durch seid. Vorsichtig hier, wir nehmen hier wirklich mit starkem Druck arbeiten wir da, nicht, dass ihr abrutscht und euch in den Finger schneidet oder stark verletzt. Und dann könnt ihr das Ganze durchbrechen. Das Durchbrechen ist auch ganz, ganz einfach. Ihr nehmt euch das Ganze und dann ein bisschen Druck, zack. Und ihr seht hier eine wunderbare Schnittkante ohne Staub, ohne viel Dreck. Dann drehen wir das Ganze um 180 Grad. Und können es dann hier reinsetzen und dann zack, hier reinsetzen und nachhelfen. Und wenn ihr zu zweit seid, dann geht das Ganze wirklich ganz, ganz schnell. Wie gesagt, der Zuschnitt ist wirklich kindereinfach oder kinderleicht. Und für kleine Aussparungen, beispielsweise beim Treppenbereich oder für Türzagen oder Heizungsrohre, reißt oder markiert euch das, schneidet das mit einem Cutter die erste Oberschicht ein. Und dann könnt ihr mit einer Kneifzange zum Beispiel das wunderbar herauskneifen. Ganz, ganz einfach. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, mit Schleifpapier nacharbeiten oder mit einer Feile ganz leicht nachfeilen. Und dann könnt ihr das passgenau an den Boden anpassen.
Zu guter Letzt kommen die Fußleisten. Wir haben uns hier auch für den gleichen Hersteller entschieden. Diese könnt ihr klipsen oder verkleben. Fürs Klipsen solltet ihr gewisse Halter im Mauerwerk platzieren. Und wir haben uns fürs Kleben entschieden, da das hier ein Altbau ist und die Wände sehr, sehr unterschiedlich sind von der Tiefe her. Und da nehmen wir einfach einen Montagekleber, schneiden uns die Leisten dann dementsprechend zu mit einer Schmiege und einer Handsäge. Und ruckzuck habt ihr auch das Ganze dann mit Fußleisten versehen. Also ganz einfach. Ja, der Raum ist soweit jetzt fertig verlegt. Die Fußleisten sitzen, der Boden ist verlegt. Sieht, ist sehr, sehr schön geworden, meiner Meinung nach. Hier kommt jetzt wieder nochmal eine Trennwand rein, denn wir wollen den Raum durchtrennen bzw. teilen mit einem separaten Raum als Abstellkammer. Und hier geht es jetzt weiter zum Flur. Da befinden sich Fliesen und deswegen haben wir auch uns für diese Trittschalldämmung entschieden, denn da geht der Raumbelag, wird dann dort weiter verlegt. Geradeaus, also im kompletten Flur dann. Also könnt ihr das durchaus auch für euren Fliesenbelag verwenden. Ganz, ganz wichtig, denkt bitte daran, wie auch am Anfang des Videos erwähnt, die Fugen sollten nicht größer als 5 mm sein. Ansonsten drücken sich irgendwann mal die Fliesen durch. Wenn ihr das einfach ohne Trittschallschutz drauflegt, mit so einer Trittschalldämmung wird das Ganze nochmal minimiert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Alle Werkzeuge, alle Materialien und Infos zu diesem Video findest du direkt unter der Videobeschreibung, also in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Da gibt es eine neue Folge Mr. Handwerk. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es dann das Video mit der Trennwand hier. Wir wollen hier eine Holzständerwerk-Trennwand reinziehen, mit Rigips verkleiden, eine Schiebetür einbauen. Also es ist noch so einiges an Arbeit liegt vor uns. So, bis dahin, ciao, euer Mr. Handwerk.